Moin Moin und damit willkommen zu einem kleinen weiteren sehr spontanen Video. Ich möchte euch heute ein bisschen was über die Geschichte des Agrimod-Splitters erzählen, denn in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Wochen sollen die eisernen Flammen erscheinen und das ist dann der nächste und letzte Teil der Splitterdämmerung, den wir uns dann einmal ansehen wollen. Beziehungsweise, damit ihr ihn überhaupt spielen könnt, nehmen wir an, ihr seid jetzt erst mit DSA 5 eingestiegen und kennt euch mit dem Metaplot von 4.1 nicht wirklich aus. Es ging natürlich dann auch los mit der Dreier-Version, mit dem Aufstieg von Borberat, die G7-Kampagne der sieben Gezeichneten. Mit 1200 Seiten und vielen, vielen Jahren an Spielzeit werden das wahrscheinlich die meisten von euch nicht gespielt haben. Daher eine ganz kurze Zusammenfassung, sowohl was mit Borberat passierte, als auch dann, was im Verlauf der Jahre mit den Splittern passiert ist. Die haben ja dann doch den Besitzer mehr oder weniger mal gewechselt und ich möchte euch so ein bisschen erzählen, warum der Agrimod-Splitter jetzt dann wichtig sein könnte, beziehungsweise was mit ihm passiert, wissen wir ja noch nicht. Ich kenne das Buch auch noch nicht, aber wir können uns mal die Protagonisten in diesem Krieg ansehen. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir zoomen ein bisschen aus der Karte heraus. Alles, was dann die Splitter zu den Splittern gemacht hat und warum sie überhaupt so heißen, passierte an der Trollpforte. Die ist ungefähr hier zwischen dem Trollzacken und der Schwarzen Sichel. Da werdet ihr die, ja, sie hat viele verschiedene Namen. Mal wurde sie von Trollen erbaut, dann hat sie gegen die Oger geholfen. Und dann wurde sie von Borberat so ein bisschen pervertiert, sodass sie jetzt lebt und schwarz ist. Also, all das sind dann drei Begriffe. Die Trollmauer, die Ogermauer oder dann eben auch die Schwarze Mauer. Es gibt noch ein paar andere Namen, aber wenn davon die Rede ist, dann spricht man hier von diesem großen Wall, der sich hier irgendwo bei Altzoll, ja, durch die Gebirge windet. Und an dieser Stelle hat es dann einen großen Krieg gegeben, die dritte Dämonenschlacht, die im Jahre 1021 nach Bosbarans Fall stattfand. Die sieben Gezeichneten auf der einen Seite gemeinsam mit einem großen Heer und Borberat mit seinen Heerführern auf der anderen Seite. Die sieben Gezeichneten konnten Borberat besiegen, so wie es Helden eben nun mal tun, und konnten dabei auch seine Krone zerschlagen, die er dabei trug. Die Krone zerbrach in sieben Teile, zugehörig den sieben Erzdämonen. Und dann trug es sich so zu, dass über verschlungene Wege und verschlungene Pfade, die niemand kennt, die Heptarchen gebildet wurden. Heptarchen, Hepta, sieben, also sieben an der Zahl, sieben, die jetzt herrschen über die Schwarzen Lande. Wir haben die verschiedensten Leute, die ich jetzt in diesem Video nicht ganz so thematisieren werde. Es gab einen Splitter, der in Oron gelandet ist, bei dem Jona. Was mit dem Splitter dann passiert ist, wird in dem Schleiertanz und auch im Schleierfall thematisiert, beziehungsweise schon etwas vorher im Jahr des Feuers im 35-Tage-Krieg. Wen interessiert, wie dann dem Jona gestorben ist und warum der Splitter eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit in Sicherheit ist, der kann sich das Ganze auch noch einmal in den Actual Plays von mir ansehen, denn genau diesen Fall, ja, gucken wir uns dort an. Ansonsten landet einer der Splitter bei Helmer Hafax, der sitzt irgendwo erst in Jaga, der wird dann später wechseln, aber eigentlich sitzt er erstmal hier oben auf Maraskan. Ein Splitter ist der verborgene Splitter, der sitzt dann bei der Skretschu auf der Maraskan-Kette, das ist dieses Gebirge hier oben. In-game weiß das niemand, das ist ein reines Meta- oder ein reines OT-Wissen. Wir wissen auch noch nicht genau, was damit passieren wird, also der befindet sich immer noch an dieser Stelle seit vielen, vielen Jahren und da passiert gar nichts mit. Ja, dann gibt es den Charybdorot-Splitter. Der wird zuerst auf Mendena aufbewahrt, beziehungsweise in Mendena, im Goldenen Haus. Und Xeraan, das ist ein Schwarzmagier, wie er im Buche steht, hat ihn dann verloren. Es gab eine große Schlacht in der Nähe von Rulat, ein bisschen im Norden. Da hat sich dann ein neuer Heptarch angebahnt und das war Darion Paligan. Er kommt eigentlich aus Alanfa, hat auch eine ganz interessante Geschichte, um die es aber auch hier erstmal nicht gehen wird. Hat sich da dann dem Splitter bemächtigt und den Xeran abgenommen. Und seitdem ist er der Heptarch der See. Fährt dann über das ganze Torbusche Meer, über die Gräuel von Perikum, das, was damals blutige See war, fährt er herum und verheert dann hier die Lande. Ja, dann ging es auch ein bisschen darum, dass Helmer Hafax abgewandert ist von Jaagaan aus, als dann der Weg frei war, ist er erst ein bisschen rüber nach Elberum, hat dann in Zorga ein bisschen aufgeräumt und dann wieder zurück und nach Mendena, also auch dann
verlagert sich der Schmitter so ein bisschen, Xera entstirbt dann durch Heldenhand bzw. mit großer Hilfe von Helma Hafax. Und es geht weiter, ja, mit einem großen weiteren Feldzug. Was hier oben im Norden passiert, wird in Firuns Flüstern thematisiert. Das ist eine Kampagne, die auch noch relativ neu ist. Was besonders an der Kampagne ist, ist, dass man nicht nur Menschen spielt, sondern man spielt auch gleichzeitig eine Gruppe von Orks, die sich nicht wirklich begegnen. Das sind zwei getrennte Gruppen voneinander, die dann aus verschiedenen Richtungen ja, ihre eigenen kleinen Kriege führen. Und am Ende können dann nicht die Menschen, die Helden, sondern die Orks, die ebenso von den Spielercharakteren gespielt werden, können dann vordringen in das ewige Eis und können sich dann dem Splitter bemächtigen. Genau, der gehörte Glorana, das ist eine Eishexe, die gibt es auch schon ein bisschen länger, aber wir wollen uns noch einmal ansehen, was mit diesen beiden Splittern passiert. Ja, hier in Wahrung, der Splitter von Targunitot, der gehörte zunächst Rassasur und später dann dem Seelensammler. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, kann ich nochmal oben verlinken, da geht es so ein bisschen darum, wer der Seelensammler überhaupt ist. Und Rassasur wird dann auch besiegt im Jahr des Feuers gemeinsam mit Galotta. Galotta hat den Splitter auch bekommen, solltet ihr eigentlich alle kennen. Galotta, ein sehr bekannter Magier, gerade im Metaplot, unglaublich beliebt. Er hat eine sehr, sehr dichte Hintergrundgeschichte, die dann nachträglich mit drei Romanen ausgestaltet worden ist. Es sollten eigentlich noch ein vierter Roman folgen und kann sogar sein, dass es noch einen fünften geben sollte, der dann so ein bisschen die Geschichte in Al-Anfa thematisiert und warum er aus Brabak verschwunden ist, warum er an der Seite von Borbarad auftauchte, aber er ist dann mit seiner fliegenden Festung, er hat Yol'Gurmak aus dem Boden herausgerissen, die schwarze Stadt, die ehemals Ysilia geheißen wurde, ist dann fliegend durch den Limbus bei Werheim aufgetaucht, das könnt ihr hier erkennen, deswegen ist Werheim auch schwarz und verheert. Und nachdem er dann gemeinsam mit Rassasur, der dann hier unten sitzt, in Richtung Gareth gezogen ist, seine Festung ist dabei so ein bisschen auch abgestürzt, konnte dann durch Heldenhand aufgehalten werden. Yol'Gurmak, beziehungsweise ein großer Teil von Yol'Gurmak, liegt seitdem südlich von Gareth in der Dämonenbrache. Also wenn ihr dann die Karte euch anseht, dieser große schwarze Punkt, diese schwarze Festung, das ist ehemals Yol'Gurmak gewesen. Und der Splitter, der ist Agrimoth, darauf will ich ja eigentlich hinaus. Das Horn von Ageri war dann sehr kurze Zeit in Heldenhand in Gareth. Von hier aus ging es dann weiter, und zwar mit jemandem, der auch eine sehr längere Geschichte hat, und zwar Leonardo der Mechanicus. Kommt eigentlich aus Havena. Ein, ja, Leonardo, wie er im Buche steht, also wenn ihr an den Italiener denkt, der die ganzen Erfindungen dann im Laufe seiner Zeit dann getan hat, genau das ist er. Also Leonardo hat auch in Havena eine Taucherglocke gebaut. U-Boot möchte ich jetzt nicht sagen, es ist eine Taucherglocke, aber auch sowas wie ein Ferrari, also ein fahrendes Gefährt mit vier Rädern und was dann eben ohne Pferde gezogen wird. Also der hat allerlei Schabernack gemacht, auch Flugapparate, die dann nicht wirklich funktioniert haben, aber er wurde entführt. Leonardo als Erfinder wurde entführt und zwar von ein paar Dämonen. Das ist schon ja in der borbaradianischen Krise passiert, als Borbarad noch gelebt hat. Wurde er aus Havena entführt und verschwand dann. Man wusste nicht genau, was passiert. Einige haben gedacht, er ist tot, aber er sollte Maschinen bauen, und zwar in Yol'Gurmak. Hat er also sehr, sehr lange Zeit gelebt und unter anderem dann auch seinen Arm eingebüßt. Der wurde ihm abgesprengt. Den hat er verloren. Wie genau? Das wird dann im Jahr des Feuers thematisiert, warum er den dann verloren hat, warum der abgerissen wurde. Und er hat auch ein Fable entwickelt, dass er wirklich diese Maschinen, die sie ihm so ein bisschen zu viel ans Herz wachsen, dass er es nicht ertragen kann, wenn sie kaputt gehen. Und er hat dann, nachdem die Helden in Gareth diesen Splitter geborgen haben, konnte er den Trieben von Agrimoth nicht ganz widerstehen und hat sich dann dessen Splitter bemächtigt. Wie das im Buche steht, finde ich es ein bisschen seltsam, aber Fakt ist, er hat es geschafft und er ist dann verschwunden. Er ist dann in den Limbus entrückt worden, hat da ein bisschen mit dem Splitter gekämpft und tauchte dann in Yol'Gurmak auf. Wie, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er weiter gebaut hat und die Stadt selbst nicht wirklich verwaltet hat. Das hat er da an anderen
überlassen. Er hatte so einige Werwolf-Ritter, die ihn dann außerhalb von Yol'Gurmak vertreten haben. Die haben dann hier allerlei Blödsinn im Umland gemacht. Die Werwölfe gibt es auch immer noch. Die ziehen gerade so ein bisschen über diese schwarze Sichel hinüber. Die sind auch immer aktuell. Es gibt da auch noch ein paar schöne Heldenwerk-Abenteuer dazu, wenn man dann hier mit Werwölfen an seiner Seite ziehen kann, beziehungsweise Leuten, die Werwölfe jagen, die dann aus Yol'Gurmak kommen. Die Verwaltung der Stadt, wie gesagt, dann auch aufgeteilt zwischen Balfemor von Punin, ein Schwarzmagier, der schon seit 1500 Jahren lebt. 1600 Jahre, der ist also, ja, ehemals hat er Punin nicht gegründet, aber die Akademie, die mit dabei war, da hat er wohl als einer der ersten Lehrmeister gearbeitet. Tauchte dann auch lange Zeit in Gareth auf, hat er dann viel Blödsinn gemacht mit einem der Kelche des Humus. Das sind ein Überbleibsel aus dem Schwert Siebenstreich, die konnte man damals einschmelzen. Aber auch um Balfemor von Punin soll es hier nicht gehen. Das ist wie gesagt nur ein Schwarzmagier, der dann gemeinsam mit den Werwolfrittern in Yol'Gurmak regiert. Die werden höchstwahrscheinlich auch noch thematisiert werden. Also wenn ihr Balfemor von Punin hört in den eisernen Flammen, dann ist das dieser Schwarzmagier, der seit 1500 Jahren lebt. Leonardo hat das Ganze, wie gesagt, nicht gekümmert. Den interessiert nicht, was in Yol'Gurmak passiert. Der wollte nur bauen, 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 erforschen, erforschen, erfinden, erfinden und das mit dem Splitter. Ich habe ja schon gesagt, dass er einen Arm verloren hat, beziehungsweise seine Hand wurde abgesprengt, abgerissen. Und er hat diesen Splitter, den Splitter von Agari, das Horn, konnte er umwandeln, umformen und dient ihm jetzt als Hand. Das ist eine Hand, die er bewegen kann, die unglaublich feinmotorisch dann auch Dinge für ihn erwirken kann. Die pervertiert ihn natürlich, das ist ein dämonisches Artefakt vom Namenlosen. Aber das ist der Ausgangszustand. An dieser Stelle beginnt dann Eiserne Flammen, das heißt, wir wissen sehr wenig. Er hat viele, viele lange Jahre jetzt daran gearbeitet, konnte viele mechanische Sachen dann erfinden und auch Schutzvorrichtungen, dann Schutzvorkehrungen treffen. Also, ich gehe mal davon aus, dass es eine ganze Menge an Fallen geben wird, die da auf euch warten. Passt also auf, wenn ihr euch in Yol'Gurmak bewegt. In der Stadt sollte man sowieso sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt eine ganze Menge Gotongis noch, die dann unsichtbar über euch sitzen und lauern. Es gibt hinterhältige Gräulme und fiese Dunkelzwerge, die euch verraten. Viele Dämonen, die dort existieren, die einfach ohne Beschwörer dort herumlaufen. Es gibt Häuser, die euch fressen wollen, die dann in den Straßen und Gassen herumgehen, sich erheben, und wenn ihr dann in die falsche Tür reingeht, dann ist das leider ein Mund, ein Maul von einem Dämon, einem Dämonenhaus. Passt also auf, wenn ihr in Yol'Gurmak in den eisernen Flammen nach diesem Splitter sucht. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist diese kleine Zusammenfassung der Splitter, vor allem dann eben vom Horn von Agari. Was mit den anderen Splittern passiert, wird ein anderes Mal thematisiert werden. Ich wünsche euch jetzt erstmal nur viel Spaß mit dem Abenteuer. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.